Heute wieder mal eine Runde Darky war shoppen DWS. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt bei DWS. Darky war mal wieder shoppen, sprich Hardware shoppen. Und ich möchte euch noch, wir sind doch alle neugierig, ich auch. Ich habe mir die Pakete noch nicht aufgemacht bis gestern. Wir mussten ein paar Kleinigkeiten mal wieder bestellen, die wir dann für die zukünftigen Sachen, für das Studio und brauchen. Und ich bin selbst gespannt, was drin ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dran. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal danke dafür. Und jetzt schauen wir mal rein, was wir da also bekommen haben. Als erstes drin, das sieht mir so wieder in China-Packung aus. Ich setze mir mal eine Brille auf, sonst sehe ich nichts. Ich kann auch mal zur Seite schmeißen. Ist das wieder eingepackt hier? Meine Güte. Aha, das ist von Niwe, ist für die Kamera, weil mir sieht das echt auf den Sack. Da oben eine Videoleuchte. Wir sind ja hier oben und da habe ich nicht immer, will ich nicht mehr die ganze Lampen und alles mitschleppen. Na, gucken wir mal. Ah, zwei Stück fallen da raus. Ist für die Kabelschuhe. Kann man vielleicht so sehen. Ich nehme einen raus. Jetzt werden wir demnächst auch mal austesten, ob das funktioniert. Die waren recht günstig. Die kann man dann oben in die Kabelschuhe packen und kann sich dann seine Leuchte da drauf leuchten. Davon haben wir zwei. So, was ist denn hier noch Schönes? Ach, hier ist auch noch eins. Bin ich ja gespannt, was da drin ist. Ah, unser Verteilerkabel, also für mehrere Lüfter, kann ich euch auch nur empfehlen. Also ein Viereranschluss, praktisch. Und was ist hier drin? Ich hoffe, das, was ich vermute. Zwei neue. Die brauchen wir. Einmal die Shark Blades RGB-Fans, auf die bin ich jetzt gekommen. Weil die recht günstig sind, die kosten um die 14, der war aus dem Warehouse, der kostet 20 Euro, höchstwahrscheinlich einmal kurz geöffnet. Und die RGB-Sticks sind da für den Rechner. Da wollte ich jetzt mal keine von meiner Lieblingsfirma von Thermaltake nehmen, sondern etwas günstige, weil die, das kann ich mir nicht leisten, 80 Euro für vier RGB-Fans auszugeben, auch wenn die an den Controller passen und, aber hier kann ich es ans Board anschließen. Tja, war's mal wieder mit, ich muss mich mal richtig hier positionieren. So, man sitzt heute, so sitze ich besser. Tja, das war's mal wieder mit Darky war shoppen. Ja, wir sehen Leute, es reißt nicht ab, es ist immer irgendwas, was man irgendwie braucht. Auch wenn man auf Sparkurs ist, aber eigentlich manchmal geht es nicht anders im Leben. Gewisse Dinge, die benötigt man dann halt. Ne? Kommt man nicht drum rum. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir bei meiner Shoppingtour zuzugucken, was ich so für die Zukunft gemacht habe. Der Lüfter, der wird auch noch seinen Weg finden. Ne? Da gibt es dann auch nochmal einen Bericht drüber. Und wenn es denn euch Spaß gemacht hat, dann ja. Dann lasst doch einfach ein Abo da oder hebt den Daumen in nördliche Richtung. Wir können es brauchen. Ich packe euch den Kram in die Videobeschreibung. Da gibt es dann auch nochmal mit einer Halterung dazu hier noch was zu sehen. Und das zeige ich euch dann zusammen, die beiden für die Fotoausrüstung. Das sehen wir dann bei der nächsten Einbau. Wie gesagt, ich packe euch die Dinger als Affärslinks in die Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr diese nutzen könntet oder würdet. Und wer es ganz übertreiben will und den Kanal supporten will, kann das auch gerne tun. Darüber freuen wir uns. Unten befindet sich ein PayPal-Link. Wäre schön, wenn den mal jemand benutzen würde. Kommt leider zu selten vor. Könnten wir dann mal größere Projekte starten oder wollen wir auch demnächst starten? Wir müssen nur einen Server bauen. Und zwar einen Gaming-Server, damit ihr alle was davon habt. Wer dann will.
Ja, das war's an dieser Stelle. Ich, wie gesagt, kann mich nur von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, wie immer. Und nächste Video ist wie üblich am Start. Ich check jetzt aus, müsst ihr zwangsweise auch tun. Ne? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming-Software-Hardware-Check. Da zähle ich auf euch. Ne? Lasst mich nicht hängen. Wird bestimmt wieder vielleicht das ein oder andere für den einen oder anderen interessant sein. In diesem Sinne kann ich mich nur noch von euch verabschieden. Habe ich ja schon fast getan und wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming-Software-Hardware-Check. Ich weiß was manchmal selber nicht. Aber auf jeden Fall, bis zum nächsten. Ich zähle auf euch. Hardware-Check.